Ohne Scheiße, ich hab grad so Angst, ne? Ey, yo, Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, Leute. Heute ist was richtig Beschissenes passiert. Leute, wir waren ja im Thailand-Urlaub, Leute, und da gibt's ja viele Krankheiten. Und dies ist hier so ein kleines Video darüber. Jonah hat's nämlich mega erwischt. Gestern hat er den ganzen Tag nicht mal mehr zurückgeschrieben. Er ist scheinbar richtig gefickt. Und zwar durch eine Krankheit, die Dengue-Fieber heißt. Das ist so eine scheiß Mücke, die dann so diesen Erreger überträgt. Und ihr wisst vielleicht, ich war ja mit Jonah auch in Thailand zusammen. Und ja, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass mich diese scheiß Mücke auch gestochen hat. Man merkt es leider erst 5 bis 14 Tage nach der Reise, dass man das hat. Und Jonas hat am 5. Tag erwischt. Es kann sein, dass mich das jetzt auch bald erwischt. Das heißt, ja, ich bin gefickt. Ich habe halt eigentlich fast genau das gleiche gemacht, die gleichen Aktivitäten gemacht wie Jonas und war halt auch viel mit ihm. Tim war ja noch in einem anderen Zimmer und so. Also ich war ja mit ihm sogar im gleichen Zimmer. Also es ist schon extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Scheiße auch habe. Wäre natürlich mega der Abfuck. Vor allem, weil ich hier alleine in Köln bin. Leute, was ein Scheiß, Alter. Und Flash hat einfach mal wieder seine Beine breit und chillt sein Leben. Ja. Wenn er wüsste, Digga. Gestern hat, wie gesagt, Jonah überhaupt nicht geantwortet. Der meinte nur, dass er extreme Schmerzen hat durch dieses Dengue-Fieber. Ich kann ja mal ganz kurz euch die Definition raussuchen. Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Blutgerinnungsstörung, Erbrechen, Blutdruckabfall, Unruhe, Benommenheit. Vor allem halt diese Gliederschmerzen sind mega scheiße, weil man halt dann nicht mal mehr laufen kann, weil alles weh tut. Er meint auch wirklich, der kann sich nicht entspannen, weil alles die ganze Zeit weh tut. Also seine Muskeln, sein... tut permanent weh, das ist einfach eine richtige Scheiße, ist das. Und heute hat er mir geschrieben, ja, ich wäre bereit für ein Telefonat, ihm geht es schon ein bisschen besser. Aber ich bin mal gespannt, was auf jeden Fall da vorgefallen ist. Und ich würde echt gerne wissen, was man da alles jetzt für eine Scheiße durchleitet. Weil, Leute, vielleicht erwischt mich die Scheiße ja auch morgen oder übermorgen. Ich weiß ja nicht, ob ich diesen Virus jetzt auch in mir habe. Und ja, ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt mal einfach mal an und gucken mal, wie es ihm geht. Hoffentlich geht er jetzt mal. Hey! Bro. Na? Bro. Habt ihr Zuschauern schon erzählt über den ganzen Fieber-Scheiß, Digga? Ja, wollte ich mal nicht sagen. Erzähl mal, jetzt die ganze so in der dunklen Kammer, Alter. Erzähl mal den Zuschauern so ein bisschen, was passiert ist, Digga. Oder was du jetzt, was du momentan erleidest. Ja, der schlimmste Part ist schon vorbei zum Glück. Ja, erzähl mal ein bisschen über den schlimmsten Part. Weil vielleicht erwischt mich die Scheiße ja noch, Digga. Ja, ich hoffe nicht, Digga. Also, es ist so, Donnerstagabend habe ich so gemerkt, so, jo, ich werde so krank. Bisschen erkältet und so weiter, ich hatte so Halsschmerzen und so. Und Freitagmorgen bin ich dann aufgewacht und ich war komplett fertig, Alter. Ach, heißt, es kam so schnell? Ja. Boah, Digga, scheiße, Alter. Ich war Donnerstag schon richtig kaputt, so, aber ich habe halt trotzdem noch durchgezogen. Ich habe halt noch mal einen Vlog gemacht und geschnitten und alles. Und dann bin ich halt am nächsten Tag aufgewacht und ich hatte 39 Grad Fieber. Das heißt, du hast es gar nicht vorher erahnt? Nicht so richtig, nee. Boah, Digga, was eine Scheiße. Das heißt, es kann dir jederzeit treffen, Digga. Und du meinst ja auch irgendwie, dass du Halluzinationen und so ein Scheiß hattest? Ja, also ich hab das halt immer nachts. Ich bin locker eine Stunde hier rumgehört und so weiter. Ich bin völlig krank. Und hast du irgendwelche Dinge gesehen oder was? Ja, ich hab da immer irgendwelche Einbildungen, keine Ahnung. What the fuck, Digga? Junge, ich hab so Schiss, dass ich die Scheiße auch erfolge, weil ich alleine hier bin, Digga. Ja. Zelda ist ausgezogen, Mann. Ich bin hier alleine. Ich hab keine Freunde. Ja, aber natürlich. Ey, du siehst auf jeden Fall dünn aus, Digga. ich hab 6 Kilo abgenommen. 6 Kilo, Digga? 6 Kilo, Digga. Das ist wahrscheinlich alles so Flüssigkeit, Digga. Krank, ey. Ich hab die ersten beiden Tage komplett gar nichts gegessen. Boah, Junge, was, Digga? Ja, ich hab eine Banane gegessen. Ja. Aber ich find's gut, dass du auf jeden Fall wieder reden kannst, Digga. Gestern bei maximal Abschluss, du hast dich gar nicht gemeldet. Aber du konntest ja gestern nicht mal das Handy öffnen und so, ne? Nee, ich hab immer so um 9 oder 10 schon gepennt, so, keine Ahnung. Ich schlafe immer über 12, 13 Stunden. Absturz, Digga, uff. Ja, vor allem mein Rücken, Digga, das ist das Allerschlimmste. Also mein Rücken tut so scheiße weh, Alter. Ah, Digga, ich hab Schiss, Alter. Ohne Scheiß, ich hab Schiss, Digga. Weil das würde echt mich richtig ficken. Also die Vlogs werden wahrscheinlich RIP bei mir, Alter. Das ist auch das Problem, also ich habe jetzt seit 3 Tagen irgendwie auch gelacht. Stimmt, du wolltest ja nicht daten. Ja, das fragt so ab, Alter. Leute, lass mal kleinen Trost-Abo bei Jonah da, Digga. Ah, Digga. Ich hoffe, das wirft dann schon heftig aus der Bahn. Also Halluzinationen und dauerhafte Schmerzen finde ich auf jeden Fall richtig nice. Kappa. Augenschmerzen waren auch mega. Ja, deswegen werde ich auch nicht rein. Also pass auf, normalerweise denkt man immer so, ja, okay, krank sein, ganz geil, muss man nicht zur Schule und so. Aber ich konnte doch nicht mal Fernsehen oder so. Ich konnte doch nicht mal. Digga, hatte so Augenschmerzen. Digga. Also das ist halt echt so ein anderes Level. Das ist ja halt so eine scheiß asiatische Krankheit, Digga. Die haben halt ein anderes Level. Wenn du davon noch mückisch gestochen wirst, dann wirst du da komplett in den Arsch gefickt. Ja, jetzt wieder mit dem Dschungel waren wahrscheinlich. Ja, wir waren ja im Dschungel und dann kann es sehr gut sein, dass es da passiert ist, ja. Ja, vor allem da wurden wir alle viel gestochen, ne? Junge, fick mich nicht, Alter, ich hab Angst, Alter, ohne Scheiß. Ah, hier zum Beispiel, hier, guckt euch das an, Digga, wie viele Stiche ich hab. 1, 2, 3, 4, davon muss nur einer diese coole Scheiße haben. Ich bin gefickt, Alter. Vor allem mir ist so scheiße langweilig, ne? Ja. 3 fickte Tage nur rumgammeln, Alter, uff. Nee, so wie diese Familie Ritter, da, diese eine. Ja. Was machst du so? Was machst du so derzeit? Ja.
Nichts. Eigentlich in ganz Zorn im Bett liegen. Wie entwickelt sich dieses Gespräch gerade? Ich glaube, ich muss aufnehmen. Ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung, Bro. Dankeschön. Was das ist, Alter? Was ist das, Digga? Tschüss. Ja, pass auf dich auf jeden Fall. Ja, super. Wie soll ich auf mich aufpassen, Digga? Die Scheiße hat mich entweder schon gestochen oder ich bin... Ja, viel Tee trinken. Ich habe mir, pass auf, ich habe auch direkt erstmal einen Tee gemacht gerade wieder. Oh. Tee trinken und abwarten, Alter. Richtiger alter Mann gerade, Alter. Richtige Weisheit. Da sitzt er so mit seinem Tee. Nice. Okay, alles klar. Wir sehen uns, ne? Ja, auf jeden Fall. Gute Besserung. Tschüss. Danke, ciao. So, etwas Zeit ist vergangen und ich weiß nicht, was ich mir einbilde, Digga. Ich glaube, ich bilde es mir ein. Ich weiß es aber nicht. Ich denke die ganze Zeit, ich habe voll Kopfschmerzen und meine Ohren sind auch übelst heiß und alles. Mein ganzes Gesicht ist voll heiß. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich Fieber bekomme. Ich hoffe, ich bilde mir das jetzt nicht ein, Alter. Das Ding ist, Digga, ich glaube, man kann sich so viel Scheiße einbilden und dann denkt man, yo, man hat alles, was man haben kann, Digga. Uff, Alter. Was ist das heute für ein komisches Video, Alter? Was ist heute für ein Video? Krankheiten studieren mit Hey Moritz. Bin ich. Ohne Scheiße, ich hab grad so Angst, ne? Erstmal eine Woche einfach komplett RIP. Fisch, komm her. Hallo. Ich glaube, ich rufe mal meine Mom an, Alter, und frag sie mal kurz. Weil sie kennt sich mit dem Ding besser aus, vielleicht. Weil ich verarsche meine Mama ein bisschen. Vielleicht ist es ja wirklich so, aber ich will mich mal so ein bisschen krank ins Bett legen. Sehe ich krank aus, Leute? Ich glaube schon. Boah, Leute, Alter, ich hab echt das Gefühl, dass ich die Scheiße haben könnte, Alter. Okay. Ich werde sterben, Leute. Nice, meine Mom geht nicht ran, perfekt. Das heißt, wenn, falls ich das jetzt haben sollte, wäre ich ziemlich am Arsch. Egal, meine Freunde, ich würde sagen, lasst ein Abo da, meine Freunde. Geht auf Facebook.de durch den besten, sexiesten Lighting-Merch, um gegen komische Krankheiten aus Thailand abgewehrt zu sein. Morgen werden wir dann sehen, ob ich krank bin oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Wünscht mir gute Besserung, ihr. Okay, alles klar, haut rein und ciao. Still count wins when they got it. Off record, I let them take advantage. I was wildin'. Off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. Off record, I still want the act, not the ghost.